Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Empire Total War, die imperiale Kampagne mit den Schweden. Und im letzten Teil wurden wir in San Jose von einer spanischen Armee angegriffen. Wir sind zahlenmäßig leicht unterlegen. Ich glaube aber, dass wir diese Garnison halten können. Den Kampf hier werden wir an der Stelle natürlich selbst machen. Im Teil davor haben wir außerdem eine große spanische Flotte erobert. Wir haben zwei spanische Galeonen in unseren Besitz bringen können und außerdem, ich glaube, noch zwei weitere Linienschiffe oder Fregatten. Wenn ich jetzt hochrechne, müsste das ein Viertel der spanischen Flotte gewesen sein, die wir da vorhin ausgeschaltet haben, oder vielleicht ein Achtel. Aber es war auf jeden Fall schon recht beachtlich. Wir müssen mal gucken, dass wir da demnächst noch weitere Schiffe der Spanier in unseren Besitz bringen können, damit wir einfach ein paar schlagkräftige Einheiten haben. Warum ist das Ding hier beschädigt? Habe ich das nicht repariert? Dann greift er vielleicht deswegen an. Okay. Ja, gucken wir uns mal die Schlacht an. Von wo kommt er? Ja, von da. Dann pass auf. Du gehst hier hin. Oder auch nicht. Ja, mach's halt so. Du gehst. Ach so, das waren die. Ja, du gehst. Das ist eine Linieninfanterie. Dann geht die mal am besten hier hin. Wer bist du? Das ist Miliz. Das sind Bürger mit Musketen. Die Bürger mit Musketen, die stellen wir am besten irgendwie so, keine Ahnung. Die stellen wir hier hin. Und die Miliz stellen wir dann auch nochmal hier rüber. So. Ah, halt, da sind auch noch welche. Oh, die habe ich ja gar nicht gesehen. Aber gut, da sind wir gar nicht so jetzt so weit. Dann gehen die Bürger mit Musketen mal hier hin. So. Das ist seine Infanterie. Das ist auch Infanterie. Also diese Indianer-Kriegerhilfstruppen sind nicht zu verachten. Die haben halt einen sehr guten Nahkampfwert. Das sind die langsamsten Einheiten, die ich je gesehen habe. Das soll Rennen sein. Schaut euch das mal an. Das ist ja voll die Zeitlupe hier. Also wenn das Rennen ist, dann weiß ich es auch nicht. Schau mal an, wie schnell die Bürger mit Musketen sind. Gut, ich meine, die haben weniger Rüstung und so weiter an. Aber, hallo? So, gucken wir es uns an, was jetzt als nächstes passiert. Ich denke, er wird hier wohl irgendwie versuchen müssen, die Mauern zu stürmen. Dann lauf mal hier rüber.
dürfte er eigentlich nicht schaffen. Na, sehr gut. Okay, da haben wir schon die ersten Einheiten in die Flucht geschlagen. Dann läufst du mal hier rüber. Sieht insgesamt sehr gut aus, finde ich. Vielleicht helfen wir mal hier drüben. Gut. Die sind aber ganz schön dicht gedrängt, wollte ich sagen. Ja, sieht auch gut aus hier. Na, das ist doch mal was. Macht sie alle. Steht der Indianer mit der spanischen Flagge, das ist echt saugeil. Greift die mal von hinten an. Wenn wir sie von beiden Seiten in die Mangel nehmen, dann schaffen die das auch nicht. Und ihr? Gut. Sehr schön. Auch da haben wir den Angriff abgewehrt. Es scheint so, als würden wir es überleben. Paar 90 Einheiten Linieninfanterie. Schick sie bitte mal hier gegen die. Ja, ich habe euch doch eben gesagt, ihr sollt bitte hier hin. Wir müssen hier nicht die Leiter runterklettern. Okay, gucken wir mal, wer noch alles auf Nahkampf steht. Hier, achso, ja, das ist aber auch richtig so bei euch. Bei euch auch. Hier müssen wir nicht mehr. Wunderbar. Stellen wir hier noch ein paar Einheiten dazu. Ja, schön. Jetzt kommt noch die Linie dazu. Das funktioniert doch ganz gut. Die Einheiten da unten. Ach nee, das ist Miliz. Okay. Die Einheiten da unten werden wir wahrscheinlich verlieren, aber das ist jetzt. Das ist jetzt nicht so gravierend. Können die noch schießen? Ich sehe es gar nicht so richtig. Also, dann haben wir da jetzt drei. Okay, dann haben wir da drei Milizeinheiten und die Linieninfanterie. Das ist 41% Schaden, läuft mal weg da. Ja, ich sollte diese Festung da mal reparieren, ha?
Okay, die hauen alle ab. Ja, lasst euch Zeit, lasst euch Zeit. Ruhe kommt im Lauf des Tages. Ja, genau, die werfen wir auch noch mit ins Gefecht. Okay, das sieht jetzt nicht so cool aus, wie die da durchklettern, aber... Los, Djangos, gibt's ihnen. Keine Chance. Da höre ich auch noch ein paar Schüsse sogar von irgendjemandem. Irgendwie die Schlange stehen, um die Indianer hier, oder die Stammeshilfstruppen niederzumachen. Das ist echt übel, wie so ein Nadelkissen. Krass. Gut, die hauen auch ab. Und die haben bald auch genug, jawohl. Ich weiß nicht, ich glaube, er kann schon irgendwie so eine unzerstörbar Schaden 8%. Also er kann so eine Mauer da... Er kann so eine Mauer da zusammenschießen. Ja, komm, dann mach den Nahkampfmodus. Die sind dann auch gleich passé. Was macht ihr hier für ein komisches Zeug? Mach halt so. Aber finde ich toll, das Ding hat jetzt, glaube ich, mehrere Jahre lang gebrannt. Das war auch lustig. Komm, was macht denn ihr hier? Will der wirklich... So, der hat die abgeschnitten. Okay, also so mit so leichten Clipping-Fehlern, aber ansonsten eigentlich sehr schön animiert. Mir ist ein bisschen zu viel Glanz dabei bei den Uniformen. Aber das kann man bestimmt auch ausstellen. Ich finde das auch schön, wie die Kanone dann so einen Satz zurückmacht. Ist schon toll, sieht super aus. Okay. Okay. Ja, da haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können jetzt hingehen und darauf warten, dass er uns da so eine Mauer einschießt und irgendwann angreift. Ja, lauf ruhig darüber. Das Ding hat ja erst 93% Schaden. Okay. Die Treppe da ist auch... Die Treppe da ist im Sack. 73% Schaden. Ja, dann lauf du mal hier rüber. Dann machen wir das folgendermaßen. Auf wen schießt denn ihr? Ach, die sind da an der Kanone. Oder wie, oder was? Wer und was und wieso und weshalb? Aber er hat keine Infanterie mehr, ne? Ist nur noch Kavallerie. Okay, also mit der würde dann irgendwann chargen. Ich habe jetzt auch keine Lust, mit meiner Infanterie da rauszurennen. Obwohl, das könnten wir eigentlich schaffen. Wir machen es mal folgendermaßen. Wir nehmen mal hier die Infanterie mit raus. Mit der schießt er gar nicht, ne? Nö. 6 Pfünder berittene Artillerie.
Also unsere Variante sähe so aus, dass wir ansonsten hier durch den Wald vorlaufen. Koloniale leichte Kavallerie, koloniale leichte Kavallerie, leichte Kavallerie und Stammeshilfstruppen. Die haben Musketen, ne? Ja. Ja, wir können mal einen Ausfall versuchen. Okay, pass auf, mach mal schnell. So, jetzt machen wir mal ein bisschen langsamer. Karree. Ja, das gibt Hackfleisch. So. Na, da ist ein General auch hinüber. So, dann charge die mal bitte. Oh, sag bloß, er schafft es noch, meine Miliz da aufzureiben. Naja, wobei, also ob er es komplett schafft, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben auf jeden Fall mal die Artillerie geschlagen. Komm, schieß sie zusammen. Ach, das war unser General. Ist ja auch ein Ding. Ja, irgendwie hat unsere Infanterie da auch nicht wirklich angegriffen. Ach nee, mach Witze. Jetzt flüchten die alle. Das ist natürlich nicht so super, ne? Ich meine, gut, seine Einheiten flüchten natürlich auch, aber dann. Wo ist denn meine Linie? Hier, die sind im Karree und die flüchten irgendwie. Also ich möchte sagen, das sind 12 und 8. Also vielleicht ist es noch machbar, die zu schlagen. Es könnte wirklich sein, dass wir das tatsächlich noch schaffen. Na also. Erschüttert und erschüttert. Erschüttert und gebrochen. Das heißt, dann kommen sie vermutlich wieder. So, dann seht ihr jetzt wahrscheinlich. Ah ja, da seid ihr ja wieder.
Ja, das war halt das Problem, dass mein General gestorben ist. Aber ich verstehe auch nicht, warum die einen Milizsoldaten zu meinem General macht. Das ist so alles Pup ist. Und schau dich das mal an, das sind 75 und 50, ne? Die hauen natürlich nur ab, weil der General krepiert ist. Also der Anführer halt, ne? Ja, bei seinem hat das nicht ganz so viel ausgemacht, hatte ich den Eindruck. Also die waren ja eher noch motiviert, weiterzukämpfen. Dann stell die doch mal hier drüben auf. Okay, wir warten mal gerade. Müde, aktiv, müde und so weiter. Ich weiß nicht. Marschiert mal noch ein bisschen vor. Ich meine, er schießt hier so ein bisschen alibimäßig auf die Wand, aber wirklich, was passiert denn nicht? Ja, Leute, dann springen wir da gleich wieder rein, wenn ich den Typen da aufgemöppt habe. So, frei nach dem Motto, was lange währt, wird endlich gut, haben wir auch die restliche Armee hier noch aufreiben können. Das heißt, wir haben die Schlacht gewonnen und konnten unsere Kolonie halten. Die restlichen spanischen Truppen werden wahrscheinlich flüchten, denke ich. Unsere Verluste hielten sich noch in Grenzen. Ah nein, sie konnte nicht flüchten. Ja, das ist ja schön. Ich hoffe, ich kann gleich in diese spanische Flotte, die österreichische Flotte da unten aufgerieben hat, mal reingucken. Das wäre sehr interessant zu sehen. Ich vermute mal, dass Preußen ziemlich viel Artillerie am Start hat. Könnte eine Überlegung sein, denke ich mal, ja. Also. Die werden auf jeden Fall viel Artillerie haben. Da müssen wir uns natürlich noch was einfallen lassen, wie wir da mithalten können. Und um die Flotte bei den Preußen mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken. Also die ist, glaube ich, noch nicht so stark. Das haben wir ja mehrfach jetzt schon gesehen. Ich denke auch nicht, dass wir hinten hinterrücks irgendwie von Persien oder so angegriffen werden. Die Leute haben echt noch andere Probleme und ich glaube, wir brauchen noch zwei Provinzen und Berlin und dann müssen wir es eigentlich haben. Vielleicht geht das. Ja, das müssen wir mal gucken. Dann haben wir die Staatsschulden erforscht und als nächstes erforschen wir die Bürgerschaft. Das müssen wir gucken, ob wir das so machen. Mission erfolgreich. Ja, er hat die. Ah, okay. Der hat die spanische Flotte da ausspioniert. Sehr cool. Ja, dann weiß ich nicht. Sollen wir ihn den Hafen da blockieren lassen? Für eine Runde oder zwei? Ich weiß nicht. Hier, schicken wir den mal dahin. Reparier das Ding mal. Wie viel kostet das? Halt. 350. Okay, gut, das ist jetzt nicht so teuer. Wenn wir ihn dafür dort stellen können. So, Flotte kommt an, ne? Jawohl, das ist ja jetzt meine Flotte hier oben. Und vielleicht können wir die Spanier da unten dann abfangen. Das wäre irgendwie gut. Mal gucken, wohin er sich versucht zurückzuziehen. Also wir haben ja jetzt hier mittlerweile schon ein etwas größeres Areal, das wir beherrschen. Also mehr oder weniger beherrschen. Mach das mal weg. Mach das mal weg. Dann haben wir eine Eigenschaft erhalten. Georg Brandt, Banker mit Leib und Seele. Okay, vielleicht ist es unser Finanzminister. Ich weiß es nicht. Andalusien und Hispaniola haben ihre Garnison verstärkt. Ich hätte echt gedacht, dass er hier Curaçao angreift. Aber gut, er hat es nicht gemacht. Das soll mir recht sein. Natürliche Todesursache. Halsten Mjallby, ein Lebemann, der hier unten unterwegs war. Okay, ja, ist kein Ding. Ich finde, dass hier die Lebemänner nicht so wirklich was können. Also die sind irgendwie nicht so stark, finde ich. So, Gefolgsmann gefunden. Mätresse. Alles klar, Baubericht. Santo Domingo, Hispaniola hat jetzt auch eine Verteidigungsanlage. Sehr gut, sehr gut. Wie lange dauert die hier noch? Zwei Runden, eine Runde. Ja.
Also es tut mir leid, den Spaniern das sagen zu müssen, aber ich glaube, der Zug ist da unten abgefahren. Ich glaube, der Zug da unten ist abgefahren für euch. Ja, ich denke, da könnt ihr nicht mehr viel machen. Jetzt schauen wir aber mal ganz schnell ins Mittelmeer. Da haben wir doch vorhin die spanische Flotte gesehen, die österreichische Flotte aufgerieben hat. Da ist sie. Also. Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Galeonen. 2 Linienschiffe. Eine Fregatte 6. Klasse. Ein Admiralsflaggschiff. Eine Fregatte 5. Klasse. Noch eine Fregatte 5. Klasse. Noch eine Fregatte. Eine Brig und eine Brig. Ja. Krass. Ja. Wobei, warte mal. Meine Armada müsste jetzt wieder fit sein, ne? Das sind auch Protestanten, ne? Ja, 95% ist so gut. Noch 3 Runden hier. Sind wir jetzt übermütig und versuchen noch ein Schiff zu erobern? Also es gibt 2 Möglichkeiten. Also Brüssel ist gegessen, da tut sich nichts mehr. Es gibt 2 Möglichkeiten. Die eine ist, wir segeln jetzt hier mit dieser Flotte Richtung Asien und schauen, was er dort an Flotten hat. Und versuchen, die dann dort aufzureiben. Und ich glaube, das machen wir auch, weil da ist echt eine Riesenflotte der Spanier unterwegs. Das Problem ist, wir müssen wahrscheinlich mit so 3 bis 4 Galeonen konkurrieren. Und da hätte ich gerne die anderen Linienschiffe auch noch dabei. Insofern suchen wir mal nach spanischen Flotten. Ja. Also wir überfallen mal diese Handelsroute. Lissabon und Madrid können wir auch noch einnehmen. Theoretisch. Mailand ausgeschaltet, aber das hat er glaube ich schon seit einiger Zeit ausgeschaltet. Cagliari. Naja, da brauchen wir noch die anderen Linienschiffe, die momentan noch drüben sind. Ja, hahaha. Dann sollten wir mal überlegen, ob wir nicht vielleicht... Das ist ein normaler Hafen und das ist auch ein normaler Handelshafen. Ich habe so viele Häfen gebaut. Wir könnten ja noch... Oh, ja, dann müssen wir mal hier, bauen wir mal hier ein Theater. Ich glaube, hier sind wir, oh shit, nee, Zufriedenheit geht wieder runter, dann bauen wir mal einen Lustgarten. Und ich weiß nicht, nimm dir mal... Ja, die Dragoner kosten einfach viel zu viel Unterhalt, auch wenn sie den Garnisonsbonus kriegen. Aber es kann sich eigentlich nicht lohnen. Schwere Kavallerie. Könnten wir vielleicht nochmal... Wie viele Einheiten sind das? 60. Machen wir mal eine Einheit Miliz, damit diese Stadt ein bisschen Garnison hat. Das schadet bestimmt nicht. Dann brauchst du mir hier noch eine Pelzanlage. Ne, warte mal. Die reduziert bestimmt die Zufriedenheit, oder? Ach ne, die produziert mehr Pelze. Naja, dann bau sie mir. So, wir haben noch ein bisschen Kohle übrig. Sollen wir das noch in ein Schiffchen stecken? Oder vielleicht in die Lustgärten hier. Das ist sicherlich besser.
Und dann machen wir noch so eine Miliz. Gut, dann können wir uns mal gerade noch hier drüben umgucken. Ich habe ja vorhin hier ein paar Einheiten abgeladen, die ich hier eigentlich nicht dringend brauchte. Inventa wieder oder. So, nimm die mal mit auf das Schiff. Zwei Runden noch. Wie sieht denn das hier aus? Zeig mir mal gerade, ob ich hier irgendwas von den Steuern ausschließe. Nee, ne? Sieht nicht so aus. Und in Europa? Oh, echt? Was? Oh, echt? Ach so, wegen der... ja, genau, wegen der technischen... nee, wegen dieser... Ja, dieser Aufklärungstechnologie oder was es war, ne? Minus 2 Zufriedenheit, fuck you. Minus 50% religiöse Unruhen. Ja, die sind mehr säkularer Humanismus. Ja, da macht die Freihandelsdoktrin. Das geht vielleicht ein bisschen besser. Zwei Runden. Danach wäre die Trashmaschine vielleicht ganz interessant. Ja, doch, warum nicht? Okay, ach so, nee, ich wollte ja gerade was ganz anderes gucken, ne? Politik hier, da, so, und in Europa. Upsala, es gibt zwei, wo ich keine Steuern erhebe. Das ist hier unten in Tschetschenien. Und da werden wir jetzt mal Steuern erheben. Ausnahmsweise. Ihr habt lange genug eure Sonderstellung gehabt. Minus 1. Gut. Gesamteinkommen 20.711. Schön. So. Wen haben wir denn noch hier an Nationen, mit denen man vielleicht handeln könnte? Keine. Wie sieht's denn hier aus mit Frankreich? 63, minus 7, plus 11. Das Mogulreich immerhin plus 5. Genau, ich wollte gerade auch sagen, die territoriale Expansion kann denen ja egal sein. Das Maratenreich, 83, 11. Spanien, Österreich, 12. Vielleicht schenken wir denen nächste Runde was. Ach, Moment mal gerade. Da können wir mal gerade gucken, Frankreich hier, Verhandlungen läuft. Und haben die irgendwelche Technologien? Karkassen? Erforsche ich die nicht gerade? Moment mal. Nee. Ja, Karkassen sind nicht so interessant. Was haben denn die Preußen? Die haben bestimmt ultra viel, oder? Oh, leck, Alter. Die haben echt alles, ne? Von den Vorrücken erforschen wir aber gerade. Die Mondensaft, ne. Naja, die werden nicht mit uns handeln, ne, ne. Ne. Naja, wir gucken uns mal die nächste Runde an. Und, dann können wir uns überlegen, Brüssel einzunehmen, weil es ist nicht gesagt, dass, also die, ich vermute ja, dass die Spanier einen militärischen Zugangsdeal mit den Franzosen haben und so langsam müssten die dann auch eigentlich wieder Richtung Norden vorrücken, falls sie eben Truppen durch Frankreich durchziehen. Vier Runden, glaube ich, ja. Und dann haben wir eigentlich noch genug Zeit. So, da hat er tatsächlich ein Schiff gegen Österreich verloren. Ah ja, da will er mich hier angreifen. Das kommt mir gelegen, denn die Flotte ist ja relativ weit nördlich. Da kann ich ihn vielleicht abfangen. Hat er zwei so Flotten da unten oder was? So, da haben wir es jetzt gerade, da habt ihr es jetzt gerade gesehen. Da ist gerade eine große spanische Armee unterwegs. Und ich denke, das ist die Befreiungsarmee für Brüssel. Und dann sollten wir gucken, dass wir Brüssel jetzt einnehmen.
Ach, ich habe vergessen, die Festung zu reparieren. Ich bin so ein Dödel. Das muss ich jetzt gleich noch als allererstes machen, bevor ich da irgendwas anderes tue. Die Festung in hier, nicht Antigua, aber die andere da. Neu-Andalusien oder was es war. Ja, also der Krieg in der Karibik, der dürfte auf jeden Fall aufzehrend für die Spanier sein. Hat mir auf jeden Fall wirtschaftliches Potenzial gegeben. Also hier nochmal, danke Ice Cube, das war ein guter Tipp. Agent rekrutiert, ein neuer Lebemann in Moskau. Dann schick mir den Agenten mal hier runter. Aber habt ihr es eben gesehen? Also hier unten ist definitiv eine Armee gekommen. Hä? Vielleicht ist sie im Wald. Ohne Garantie. Können uns nur überlegen, ob wir die Webhütte abreißen und dann noch irgendwas für die öffentliche Ordnung bauen. Tja. Mal schauen. Ich weiß, dass sie da irgendwas haben. Ich habe es ja gerade eben gesehen. Was sind das hier? Ach nee, das ist ein Kloster. Ja, genau, bevor ich es vergesse. Festung reparieren. Und zwar nicht hier, sondern hier. Ich kann die nicht reparieren. Scheint schon repariert zu sein. Vielleicht habe ich das vorhin auch schon gemacht und erinnere mich einfach nur nicht dran. Eine Runde. Okay, Leute. Ne, dann gucken wir noch gerade hier in die Dinge rein. Andalusien. Neue Stadt entsteht. Camp in Karelien. Sehr cool. Wie sieht das hier mit der öffentlichen Ordnung aus? Ah, die geht so. Machen wir eine Poststation. Ja, komm, bau mir hier auch eine Pelzbörse. Heute ist Tag der Pelzbörsen. Was hast denn du vor? Naja, darum kümmern wir uns vielleicht nachher. Agent rekrutiert ist klar. Rekrutierungsbericht ist auch okay. Ach komm. Da muss auch ein bisschen öffentliche Ordnung durch die Garnison rumkommen, oder? Dann machen wir hier noch eine Miliz. Dann machen wir hier noch eine Miliz. Und machen wir hier mal zwei Milizen. Also zwei Milizen müssen doch irgendwie einen Garnisonseffekt bringen, der die Leute ein bisschen ruhig hält, oder? Okay. Wir haben auf jeden Fall das Potenzial. Aha. Wo sind seine Verstärkungstruppen? Ich sehe die hier nicht auf der Karte. Ich kann noch nicht raus. Ah, doch, ich kann raus scrollen. Aber wo sind sie denn jetzt? Sind die hier im Wald? Da sind keine drin. Da sind auch keine drin. Und da sind auch keine drin. Also, es könnte sein, dass er hier an der Grenze steht. Nur warum sehe ich den dann nicht? Kann ja hier dummerweise die Karte nicht so wirklich drehen. Denke ich mal, oder? Kann man? Nee, kann man glaube ich nicht. Tja, vielleicht warten wir dann auch einfach ab. Ich kann es jetzt schwer sagen. Wieder oder?
Schade, das wird schön viel Kohle bringen. Das Städtchen. Wir bauen mal noch den Hafen aus. Ja Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute und sage macht's gut, bis dahin, tschüss.